Was ist der etwa für mich? Vielen Dank. Das ist total nett von dir. Reicht dem Jungen einen Trank. Ja, ich weiß, ich bin der netteste Typ der Welt. Sage doch mal, wenn Pokémon das wieder top wird. Das war total nett von dir. Ja, stell dir vor, jetzt ist gut. Halt die Schnauze. Ja, das ist so ein halber glatzköpfiger Junge. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. So Stoppeln auf dem Kopf, so. Solche glatzköpfigen kleinen Jungen tun mir leid. So. Ja, gut. Also, wie es ausschaut, das ist momentan das, was wir dabei haben. Oh, der Wingull hat ja einen Gegenstand bei sich. Interessant. Prachtfeder, die kann man verkaufen, soweit ich weiß. Gutes Ding. Hat sich gelohnt, den zu fangen. Ich glaube, die Prachtfeder ist nicht mehr so viel wert, wie sie war, als sie eingeführt wurde. Da hat sie, keine Ahnung, 1500 Pokédollar oder so gegeben. Jetzt wahrscheinlich weniger. So, und da ist ein Schnösel. Will ich jetzt gegen den kämpfen? Ja, kämpfen wir gegen ihn. Schnösel erkenne ich schon von vornherein, aber die Musik ist die Bestätigung. Und das, was er sagt, jetzt fällt es mir erst auf. Ich bin reich und da mir gerade langweilig ist, bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit dir. Ja, okay. Du hast recht, es wird mir eine Freude bereiten, dir dein Gesicht einzutreten. Alter, heute bin ich gewalttätig. Nee, Schwan, aber... Ah. Gott, wenn jemand schon so auftritt. Also los. Absorber. Batsch, boom, bang. Da fällt mir ein, apropos Batsch, boom, bang. Ich glaube, Pfundattacke will ich auch einfach deswegen erst einmal behalten. Ach, shit, hätte er jetzt nicht Heuler gemacht. Ich gebe ihm trotzdem eine Pfund mit, auch wenn das schlechtes Spielen ist, ich weiß es. Er wollte zuerst Silberblick. Aber ich will ihm unbedingt umbatschen. Das ist irgendwie gerade mein Bedürfnis. Absorber ist zwar eine schöne Attacke, wenn man nicht volle KP hat und so, aber... Nee. Also, her damit. Batsch, boom, bang. Pow. Ja, gefällt mir. Ein bisschen fester wäre noch gut, aber das wird schon auch irgendwann. Gekka-Bohr ist ja immer noch Gekka-Bohr. Bleiben wir dabei? Ja, bleiben wir erstmal dabei. Wird schon lustig. Okay. Der hat anscheinend nichts drauf. Heuler, Rutenschlag. Rutenschlag, Heuler. Ne? Weiß nicht. Aber eine Top-Genesung mitführen. Für Level 8 Pokémon. Was ein Trank auch erledigen könnte. Mhm, okay. Wenn er meint. Mir ist wurscht. Mein Gekka-Bohr macht erstmal einen dicken Volltreffer mit Absorber. Das ist doch ein Trauerspiel, der Kampf. Ah, oh, großartig. Jetzt hätte ich ihn fast... Oh, noch ein Volltreffer. Ja, Wollingen. Das Schönste ist ja, Heuler hat keine Wirkung auf Absorber, weil Absorber eine Spezialattacke ist. Ne? Oh, weia. Und Sieg. Ja, ja, ich denke, den Jungen... Der hat 3000 Pokédollar ausgegeben, um 20 oder weiß ich nicht, KP zu heilen. Warum konnte ich nicht gewinnen? Da fragst du doch. Ich habe weniger von dir gewonnen, als du in dem Kampf Geld ausgegeben hast. Scheiß Bastard. Hätte mich ruhig ein bisschen mehr geben können. Oh, schon wieder? Ja gut, man muss es nicht jedes Mal machen. Dieses Mal schaue ich noch, was es ist. Richtig gute Leute können das schon am Schrei erkennen, was das Pokémon im Gras macht. Ganz so gut bin ich dann doch nicht. Schon wieder ein Schwalbini. Aber schon such Level 3 dadurch, das ist gut. Und es hat eine spezielle Attacke auflockern. Jetzt weiß ich nicht, auflockern könnte später eine VM sein. Das würde bedeuten, dieses Schwalbini wäre sehr gut, wenn ich das jetzt fange. Level 5, ja. Training wäre auch nicht schlecht. Egal, wir batschen es jetzt erst einmal ein bisschen um. Okay. Ja, Schwalbinis auf Level 5 sind nun auch nicht so stark. Ich denke, da kann ich jetzt schon Pokéball schmeißen. Da muss ich nicht erst nochmal Absorber einsetzen. Und wer weiß, wenn ich einen Volltreffer mache, besiege ich es ja nach noch. Das wäre auch schlecht. Und dann werden wir das uns im Pokémon Center anschauen, ob das was drauf hat oder nicht. Ach, verdammt, immer dasselbe. Da denkt man einmal schlau über eine Sache nach und dann funktioniert es nicht. So. Pokéball, Flieg und Sieg! So furiously drücken. So richtig. Komm her, du. Lass dich fangen. Jawoll! Ich habe keine Ahnung, ob das A-Knopf drücken beim Pokéball werfen etwas hilft.
Aber manchmal habe ich doch das Gefühl, dass es besser läuft dadurch. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es deswegen, weil der erste Wurf schief gegangen ist. Und dann beim zweiten Wurf versuche ich es manchmal und dann funktioniert es halt einfach, weil es eben der zweite Wurf ist und es nicht schon wieder schief gehen kann. Was haben wir denn dieses Mal? Ein Zickzacks. Ja, das brauchen wir nicht. Ich hatte ja zwischendurch eigentlich vor, ein ganzes Team von Zickzacks zu haben, die alle die Fähigkeit Mitnahme haben. Problem ist bloß, dafür müsste ich vorher wissen, ob sie Mitnahme haben, weil Zickzacks können auch eine andere Fähigkeit haben. Mitnahme bringt einem, dass sie während dem Umeinanderlaufen Items sammeln. Und das wäre halt schon sehr praktisch am Start, weil das würde mir eine Menge Geld bringen und so weiter. Dann könnte ich mehr Sachen im Pokémon-Supermarkt kaufen. Hätte schon Vorteile. Am Start meiner Reise hier. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich fange sie jetzt einfach mal. Einfach mal zum Spaß. Ich meine, doch, ein paar Pokebälle habe ich ja. Zickzacks sind leicht zu fangen, wie man sieht. Da muss man nicht viel tun. Ich glaube, teilweise kann man die sogar fangen, ohne sie überhaupt zu beschädigen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber ich mache es einfach mal zur Sicherheit. Okay. In den Wald werde ich noch nicht gehen, der hinter dieser, hinter diesem Bereich liegt. Wo ist es denn dieses Mal aufgetaucht? Nur wegen am Scan-Level ist das gerade interessant, wenn ich mein Scan-Level erhöhen kann. Was ist es denn? Käfertyp. Eine Piercive-Beere. Ja, okay. Die locken mich. Es tut mir leid, dass ich so lange umeinander kämpfe im hohen Gras, aber das muss erst mal sein, so ein bisschen. Ich glaube, ich fange es mir nicht mal. Eigentlich habe ich genug Piercive-Beeren. Die findet man ja am Anfang relativ schnell. Was ich aber machen werde, sind ein paar Beeren zu pflanzen. Oh, Level 2 Wampel fange ich sowieso nicht. Habe ich vorher Hornliu gesagt? Ich weiß nicht. Bisschen durcheinander. So, jetzt ist aber genug. Selbst wenn jetzt noch irgendwas kommt, ich werde es vielleicht scannen, aber ich werde nicht hinlaufen. Ja, da schau einer an. Ich habe eine davon und einen, also drei davon und drei davon. Das ist eigentlich perfekt. Dann werden wir die doch gleich mal alle pflanzen, was wir können. Nur immer her damit. Können wir so schon gießen? Nein. Okay. So weit waren wir noch nicht. Ist ja auch logisch. Wir waren jetzt erst bei unserem Vater in der Arena. Das wird schon passen. Beziehungsweise bei unserem Make-Believe-Vater. Keine Ahnung, ob es ist oder nicht. So. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Ja, stell dir vor. Huch, der ist aber gar nicht glatzköpfig. Der hat nur die Cappy auf. Verstehe. Wird wahrscheinlich der andere Junge auch gewesen sein. Einsamurzel, das ist was Gutes. Ich weiß jetzt nicht, entweder Loturzel oder Samurzel konnte man im alten Rubin und Saphir jeweils nicht fangen. Hier wird es wahrscheinlich genauso sein. Da ich aber schon Pflanzen-Pokémon im Team habe und Gekkabor nicht ausgetauscht wird, dafür habe ich mich jetzt endgültig entschieden, gehe ich doch davon aus, dass ich keines von beiden wirklich brauche. Jetzt wollte ich... Ich habe gerade wirklich überlegt, ob ich das Pokémon fange, aber wir sind ja in einem Kampf. In einem Trainerkampf, da kann man Pokémon nicht fangen. So. Pow, bam, der hat keine Chance, der Junge. Was will der eigentlich? Fridolin. Armer Kerl. Was für ein furchtbarer Name. Gerade noch, dass er nicht Kevin heißt. So. Ich entschuldige mich für alle Kevins, die zuschauen. Ihr wisst natürlich, dass ich das nicht ernst meine. So, Schwalbini, Schwalbini. Ich weiß, Gekkabor ist eine schlechte Wahl gegen Schwalbini. Aber da ich ja nun der Auffassung bin, dass nichts, was in meinem Team ist, außer Gekkabor, auch wirklich drin bleibt, ist es eigentlich die einzige Wahl. Und ja, deswegen trainieren wir jetzt einfach Gekkabor erstmal eine Weile. Jawohl, sieht gut aus. Cool. Gefällt mir mit den Vögeln, die einfach davon wegfliegen. Grafikänderungen sind nice. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich wirklich denkt, ja, in dieses Spiel ist tatsächlich Liebe eingebaut worden. Mehr oder minder. Dieses Spiel ist mit Liebe programmiert worden. Erstmal Circle Around Pokémon Center. Ist immer wieder gut. Gut, wen von euch? Ja, okay. Sind wir mal nicht so herzlos. Ihr kriegt jetzt alle mal noch eine Heilung von mir. Mhm. Schneller, Schwester Joy. Nicht ewig Zeit. Gott, was für ein buntes Team.
auch gerade überlegt, damit könnte ich eigentlich nichts anfangen auf Dauer. Jetzt legen wir ein paar von denen ab und schauen mal, was sie so dabei haben ansonsten. Gerade habe ich viele Zickzacks. Völlerei, Völlerei, Völlerei. Scheiße! Das, was ich gefangen habe, hat auch wieder nur Völlerei. Hm, dafür Respekt, das ist ein hartes Zickzacks. Das ist eigentlich so ziemlich der perfekteste Typ für die meisten normalen Pokémon. Für wiederum andere wäre mäßig ziemlich gut. Hm. Also, du bist nice und alles, dich legen wir da unten ab, weil du Donnerzahn als Fähigkeit hast. Das ist ja schon ziemlich geil eigentlich. Schwalbini, kühn Adrenalin. Mhm. Es ist nicht furchtbar verwerflich. Kann man benutzen. Ist aber jetzt nicht unbedingt mein Fall. Ich hatte schon ein Schwalbini. Robust Adrenalin, sogar Level 5. Das ist interessant. Bereits... Ach nee, das ist das, was ich gefangen habe. Ah ja, mit Auflockern. Jetzt wollen wir mal sehen, was Auflockern genau nochmal für die Fähigkeit will. Starker Wind hebt Attacken wie Reflektor und Lichtschild des Ziels auf, senkt außerdem den Fluchtwert. Wie gesagt, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob Auflockern nicht tatsächlich eine eine VM oder sowas ist. Hm. Wir merken es uns mal vor in der Kampfbox. Für alle Fälle. Vielleicht nehmen wir es ja doch noch mit. Aber ich habe eigentlich eine Menge Flug-Pokémon, die mich wesentlich mehr interessieren würden als Schwalbini. Die ich gerne im Team hätte. Sogar Pelipper ist in einer höheren Auswahl, weil eben VM-Sklave und so. Aber noch brauchen wir das Viech nicht. Wobei Adlerauge hat doch eine bestimmte Spezialfähigkeit. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Aber Adlerauge an erster Stelle kann, glaube ich, gewisse Sachen machen. Weiß ich jetzt nicht. Gut. Ja, nee, aber nur an erster Stelle. Und an erster Stelle bringt es uns nichts. Was mache ich denn? Was mache ich denn hier? Die Steuerung ist gerade ganz wonky. Na komm schon. So. Dann bleiben im Moment nur Gekabo und Zickzacks im Team. Ich denke, das ist erstmal in Ordnung so. So können wir das erstmal behalten. Goodie! Dann würde ich sagen, unsere Reise wird fortgesetzt in den Wald. Oh, schade, ich wollte gerade mein Fahrrad auspacken. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, ich hätte schon ein Fahrrad. Eieiei. Ich bin mit Nilo alleine, ich hab Angst. Lass mich durch. Hey, was hast du für ein Schild auf dem Kopf? Hey, was ist das?